Das Spielejahr 2021 neigt sich dem Ende. Doch bevor wir uns auf die kommenden Hits des nächsten Jahres konzentrieren, rufen wir zum Abschluss die Gurken auf die Bühne. Wir präsentieren die schlechtesten und enttäuschendsten Kackspiele 2021. Doch denkt daran, nur anschauen und nicht selber zocken. Stop. Hammer time. Can't touch this. Platz 8. Evil Inside. Starten wir mit dem Flurrecycling von Evil Inside. Sagen wir es, wie es ist. Das Ding ist eine dreiste Kopie des Silent Hills Teasers PT. Auch hier müsst ihr durch einen sich immer wiederholenden Flur laufen und mit bestimmten Objekten interagieren, um voranzukommen. Anders als in PT ist der Horroraspekt in Evil Inside aber richtig mau. Denn billige Effekte und Jumpscares, die wohl eher den Namen Plumpscares verdient haben, verderben einem den Gruselspaß. Was hast du getan? Es ist eine Perversion des Lebens. Zwar gibt es in Evil Inside noch eine Küche und einen Kellerabteil, allerdings bringen die kaum wirklichen Mehrwert für das Horrorerlebnis. Obwohl der Protagonist in einer wahnsinnig langsamen Geschwindigkeit herumspaziert, ist das Spiel nach rund einer Stunde auch schon durchgespielt. Platz Nummer 7. Jedes Jahr gibt es wohl ein Spiel, das im Vorfeld hohe Erwartungen weckt, dann aber maßlos enttäuscht. 2020 war es Cyberpunk 2077 und dieses Jahr geht der Titel ganz klar an Biomutant. Das Action-Rollenspiel hat es sich nämlich zum Ziel gemacht, von allem etwas, aber nichts so richtig zu sein. Das ist wie The Witcher 3 ohne gut geschriebene Geschichten und interessante Quests, wie ein Diablo ohne vielfältiges Loot oder wie ein Subnautica mit umständlichem Crafting. Eines hat das Studio aber richtig gut gemacht, nämlich den Spielerinnen und Spielern zu verdeutlichen, dass sie hier in einer Postapokalypse stecken. Denn die Welt der mutierten Naga ist komplett leer, trostlos und motiviert nicht zum Erkunden. Auch wenn das Kampfsystem eigentlich recht vielseitig und abwechslungsreich sein könnte, habt ihr mit der schön auf Abstand halten und Ballern-Taktik jeden Gegner in der Tasche. Zudem fühlen sich Schläge und Trefferfeedback nicht wuchtig genug an. Zum krönenden Abschluss gibt es zudem noch einen nervigen und allgegenwärtigen Erzähler. Statt hilfreiche und nützliche Informationen an uns weiterzugeben, kommentiert er immer nur das Offensichtliche und plappert ständig irgendwelche weisen Worte vor sich her. Morgenstund hat Gold im Mund. Heller wird es nicht mehr. Lenkt das Tier nicht ab, es arbeitet. Mit Biomutant ist das Team wohl mächtig in das atomverseuchte Fettnäpfchen getreten. Platz 6. Balan Wonderworld. Bevor es mit dem nächsten Spiel weitergeht, hier eine kleine Warnung an alle Diabetiker. Denn der nächste Titel ist der zum Kotzen süße 3D-Plattformer Balan Wonderworld. Weil der Titel aus der Feder von Sonic-Erfinder Yuji Naka stammt, waren die Erwartungen groß. Aber der scheint komplett vergessen zu haben, was einen guten 3D-Plattformer ausmacht. Anstatt auf eine präzise Steuerung mit ausgefeilten Fähigkeiten zu setzen, haben sich die EntwicklerInnen auf das Design von Kostümen fokussiert. Denn Balan Wonderworld wirft bergeweise damit um sich. Und die sehen nicht nur total kacke aus, sondern geben euch auch noch die nutzlosesten Fähigkeiten aller Zeiten. Hier sehen wir den legendären Leitermann, mit dem Talent, nur an extra dafür vorgesehenen Stellen Leitern herbeizuzaubern. Oder Mighty Würfel, mit der Kraft, sich in ein Quadrat zu verwandeln, das sich nicht mehr steuern lässt. Unser Favorit ist aber das Lampenkostüm, mit dem ihr in einem hellen Raum einen kleinen Lichtkegel um euch herum projizieren könnt. Zudem gibt es pro Kostüm nur die eine Fähigkeit. Und sobald ihr ein anderes überzieht, verlernt ihr diese auch wieder. Habt ihr auch Müll oder was? Nein. Immerhin ist die Steuerung schnell verinnerlicht, denn nahezu jeder Button bewirkt das Gleiche, nämlich die Fähigkeit des jeweils angelegten Kostüms. Uns wäre es lieber, wenn sich Herr Naka in Zukunft wieder auf Ringe statt auf Kostüme konzentriert. Platz 5. Als nächstes geht es auf die Farm in Harvest Moon, eine Welt. Oder besser gesagt, Harvest Moon, öde Welt. Denn der neue Ableger der Lebenssimulation sieht nicht nur aus wie ein schlechtes Browser-Game, es spielt sich auch so. Wer hat denn schon großartig Bock, seinen eigenen Bauernhof zu gestalten? Niemand, oder? Das dachten sich die EntwicklerInnen wohl wirklich. Denn wenn ihr glaubt, das Spiel böte auch nur annähernd so viel Content und Freiheit wie Stardew Valley, dann irrt ihr euch gewaltig. Denn in Harvest Moon, eine Welt, wird uns jede freie Entscheidung genommen. Zum Beispiel dürfen wir nicht selbst wählen, an welchem Ort wir uns niederlassen oder wo wir was anpflanzen.
Auch das benötigte Werkzeug dazu könnt ihr nicht selbst auswählen. Stattdessen wird's euch an der entsprechenden Stelle automatisch in die Hand gelegt. Die Atmosphäre in Harvest Moon, eine Welt, entspricht eher der eines kahlen Ackers. Beim Durchlaufen der Welt stoßen wir nur auf detailarme und schlauchige Wege, bei denen es nichts zu entdecken gibt. Spätestens beim Gespräch mit anderen Bewohnern sollte dann auch dem größten Harvest Moon-Fan die Lust vergehen. Austauschbare Charaktere, die auch noch Platzhalternamen wie Nice Man, Thoughtful Woman und Awkward Man haben, sind nämlich keine Seltenheit. Nun könnte man sich denken, okay, das Spiel wurde von einem Studio herausgebracht, das nicht so viel Ahnung von der Reihe hat. Pustekuchen, das Team dahinter ist Natsume, die schon seit dem ersten Teil für die Serie verantwortlich sind. Was für eine Ironie, dass dieses Franchise den Indie-Entwickler Eric Baroni zu Stardew Valley inspirierte. Platz Nummer 4. I Saw Black Clouds. Ganz großes Kino gibt es mit I Saw Black Clouds nicht wirklich. Denn das Full-Motion-Video-Adventure bietet Trash in Spielfilmlänge. Eigentlich sollte man hier schauspielerische Leistung erwarten, allerdings sucht man die vergeblich. Abgesehen von der Protagonistin wirken alle Darsteller wie Amateure, die zum ersten Mal vor der Kamera stehen. They moved all the mental stuff to some other place. Aber nicht nur die Schauspieler, sondern auch der ganze Aufbau und das Spiel selbst wirken sehr amateurhaft. Entscheidungen spielen oft keine Rolle, die Pausen nach getroffenen Entscheidungen sind teilweise zu lang. Die Geschichte sowie die Charaktere haben nicht genug Tiefe. Es gibt oft Bild- und Tonruckler und Szenenwechsel sind teilweise so schlecht geschnitten, dass sie euch völlig aus dem Geschehen reißen. Das Spiel erinnert stark an die FMV-Adventures aus den 90er Jahren, die ja damals schon zum Großteil Trash waren. Obwohl im Jahr 2015 das Paradebeispiel Her Story erschienen ist, macht I Saw Black Clouds nicht den Eindruck, als hätte es sich davon was abgeschaut. Popcorn also besser wieder einpacken und woanders genießen. Platz 3. Off Bird and Cage. Off Bird and Cage ist ein Videospiel, das zu den Tracks eines Musikalbums inszeniert wird. Das Konzept klingt gut, allerdings wurde die Umsetzung so richtig vergeigt. Die Grafik des Spiels ist nett ausgedrückt gewöhnungsbedürftig, der Spielablauf regelrecht miserabel und das Charakterdesign todlangweilig. You know, you seem familiar. Have we met before? Nah. I just have one of those faces, I guess. Das Spiel besteht quasi nur aus nervigen Quicktime-Events, die teils viel zu schnell ablaufen und einem nicht wirklich das Gefühl geben, irgendwas Relevantes beeinflussen zu können. Weil alle Quests zeitbeschränkt sind, ist es nicht möglich, sich umzuschauen und dadurch etwas Atmosphäre aufzusaugen. Wem das nicht stressig genug ist, den hetzt das Spiel auch noch ständig durch die einzelnen Passagen und gibt einem das Gefühl, nicht willkommen zu sein. Dass eine Geschichte gern mal etwas kreativer und verrückter sein kann, finden wir tendenziell gut. Allerdings stößt die Geschichte hier ständig auf zwei Extreme. Klischee und what the fuck passiert hier? Denn in Bird of Cage spielen wir die Teenagerin Gita, die versucht, ihr Drogenproblem mit Musik in den Griff zu bekommen. Dass ihr Leben so richtig scheiße läuft, bemerken wir nicht nur daran, dass uns jede Person meidet, schikaniert oder anschreit, sondern wir auch noch ohne Grund von dem Besitzer einer Bar verfolgt werden, der Gita kidnappen und misshandeln will. Off Bird and Cage möchte ernste und wichtige Themen anschneiden, scheitert dabei aber leider kläglich. Platz Nummer 2. eFootball 2022. Konami entschied sich dieses Jahr dazu, seine bekannte Fußballsimulation Pro Evolution Soccer radikal zu verändern. Von Vollpreis zu Free-to-Play, von der Fox zur Unreal Engine und von PES schließlich zu eFootball. Oder sollten wir besser sagen eFootball? Denn seit der Umstrukturierung ist die Kacke so richtig am Dampfen. Sowohl auf der technischen als auch auf der spielerischen Seite zerfällt das Spiel regelrecht in seine Einzelteile. Bugs und Grafikfehler kommen so häufig vor, dass man meinen könnte, Cyberpunk 2077 hätte einen eigenen Fußballmodus. Der virtuelle Rasen verwandelt sich geradezu in eine Freakshow. Das Ganze sieht auf jeden Fall nicht so gesund aus. Auf der spielerischen Ebene läuft es auch nicht besser. Die KI agiert permanent so blöd, als hätte sie dauerhaft einen Kurzschluss und die Kollisionsabfrage ist eine reine Katastrophe.
Abgesehen davon bietet die Fußballsimulation einfach zu wenig von allem. Mit nur 9 lizenzierten Mannschaften, 6 Stadien und 2 Spielmodi fühlt es sich mehr nach einer Demo-Version an. Tja, Konami, der Schuss ging dann wohl wortwörtlich nach hinten los. Und der erste Platz der diesjährigen Kackspiele geht an Rockstar und die GTA The Trilogy The Definitive Edition. Mit dieser Trilogie wollte Rockstar Games nämlich GTA 3, Vice City und San Andreas aufpolieren und die drei Klassiker auch auf spielerischer Ebene aufmotzen. Ein strategisch nachvollziehbarer Gedanke. Schließlich prägte das Trio die Videospielbranche. Naja, wir wollen an dieser Stelle gar nicht allzu lange um den heißen Brei reden. Rockstar hat diesmal gar nicht gerockt und die Trilogy an die Wand gefahren. Uns ist bewusst, dass die Serie schon damals nicht realitätsgetreu und überspitzt war, aber durch den neuen Grafikstil passen die Proportionen einzelner Charaktere von hinten bis vorne nicht mehr. Die viel zu groß geratenen Hände und Schrumpfköpfe nehmen den letzten Tropfen an Ernsthaftigkeit aus dem Spiel. Der einst coole Cartoon-Look wurde mit einer gewaltigen Masse an Plastik überzogen, wodurch die Charaktere steifer und unpersönlicher wirken. Bugs und Glitches dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und oh boy, die gibt es an jeder Straßenecke. Wenn es dann noch anfängt zu regnen, sollte man am besten gleich zu Hause bleiben. Der Regen hier ist so heftig, lichtundurchlässig und augenschädlich, dass man gar nichts mehr erkennt. Zumindest ist es noch möglich, sich ins Auto zu setzen, das Radio aufzudrehen und ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Kann man nur hoffen, dass eure Lieblingssongs noch dabei sind, denn über 20 Tracks wurden wegen fehlender Lizenzen gestrichen. Kein Wunder also, dass das Spiel durch die ganzen Fehler und Macken einen unterirdischen User-Score bekommen hat, der teilweise sogar schlechter ausgefallen ist als bei Warcraft 3 Reforged. Nun reicht es aber auch mit den diesjährigen Kackspielen. Wir machen erstmal Pause und sammeln Kräfte für das neue Spieljahr. 2022 wird es garantiert wieder eine Handvoll an schlechten Spielen geben. Vielleicht ja dafür aber weniger Enttäuschungen. Bis dahin, euer Ingo.